Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal, heute aus meinem Esszimmer. Und zwar, als ich vorhin von der Arbeit nach Hause gekommen bin, lag da schon ein Paket für mich, denn ich hatte ein neues Outdoor-Messer geordert. Und hierbei handelt es sich um das Topps Fieldcraft von BOB. BOB steht für Brothers of Bushcraft und ja, ich möchte euch das Messer jetzt gerne mal vorstellen. So kommen wir zunächst zu den Abmaßen des Messers. Und zwar die Messerlänge mit Kydex-Scheide beträgt ja so in etwa 26,5 cm. An der breitesten Stelle der Kydex-Scheide etwa 6 cm. Die Breite der Kydex-Scheide liegt bei 10,46 mm. Kommen wir zu dem eigentlichen Messer. Die Klingenstärke beträgt 4,9594 mm. Die Schneidelänge ist vom Hersteller mit knapp unter 12 cm angegeben. Schauen wir mal, ob das hinkommt. Ja, das kommt hin. Ja, so an die 11 cm würde ich sagen. Genau. Die Klingenbreite. Da haben wir. Ja, ich würde sagen, so 30,5 mm. Bei dem Griff handelt es sich um einen Mikata-Griff, der sehr gut in der Hand liegt. Und durch diese Zahnung hier oben hat man wirklich einen bombensicheren Halt und absolute Kontrolle über das Messer. Das gefällt mir sehr gut. Ja, kommen wir zu den Kerben. Die sind auf beiden Seiten des Messers und sind dazu gedacht, um bei dem Drillbow die Spindel zu halten. Und ja, das werde ich in der Praxis noch ausgiebig testen. So wie hier unten diese Kerbe für den Feuerstarter. Den Feuerstarter kann ich gerade mal vorholen. Der befindet sich nämlich in der Kydex-Scheide. Ja, ist noch diese Pfeife mit dabei für den Notfall. Ja. Ja, im Lieferumfang enthalten sind das Messer, der Feuerstarter, die Pfeife, die Kydex-Scheide und dieses Zertifikat. Ja, und wie das Messer sich so in der Praxis macht, das werdet ihr im nächsten Video sehen. Denn da werde ich euch zeigen, wie ihr eine Schlagfalle baut, die man natürlich nur im äußersten Notfall verwenden darf. Ja, das war es eigentlich schon soweit von meiner Seite aus. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir doch ganz einfach unten in die Kommentarleiste hinein. Ich werde dann eure Fragen gerne beantworten. Ja, Leute, passt auf euch auf und wenn ihr Lust habt, bis zum nächsten Mal. Ciao.